Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar ist das auch wieder zum Monatsende in Zusammenarbeit mit der lieben Sarah Isabel vom Kanal Like a Daisy in Spring. Denn heute haben wir unser drittes ungeschönt Video für euch. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In unseren ungeschönt Videos stellen wir uns Challenges, wir stellen uns gegenseitig Aufgaben, wir stöbern durch die Schminksammlung der anderen. Und im März hatte die liebe Sarah Isabel Geburtstag. Sie ist vom Sternzeichen Fische. Ihr Elementarzeichen ist Wasser. Und da hat sie sich einfach etwas wünschen dürfen. Und ihr Wunsch war, dass wir ein Make-up schminken, was sich quasi an diese ganze Meeresgeschichte und so weiter orientiert. Und ja, das habe ich versucht zu erfüllen. Ich bin durch meine Sammlung durchgegangen und habe sehr, sehr viele, sehr schöne Schätze hier auf meinem Tisch stehen. Als erstes habe ich hier von L'Oreal die Infallible Magic Essence Drops Brightening Primer Drops. Und die sehen einfach aus wie das Meer selbst. Und während Sammy sich im Hintergrund die Pfoten leckt, kann ich euch ja nochmal darauf hinweisen, dass sein Buch aktuell noch vorbestellbar ist. Also Sammy endlich ankommt. Das ist ein Buch aus Sammys Sicht über die 2 Jahre, die er im, beziehungsweise auf der Straße verbracht hat, bevor er von der Arche for Dogs gerettet worden ist und nach Deutschland gebracht wurde. Und ja, das könnt ihr im Pelletier Verlag aktuell erstehen, wenn ihr möchtet. Ich habe euch den Link dazu mal in die Infobox reingepackt. Es ist soweit, unser Thema unter dem Meer. Ich freue mich so sehr. So, Primer ist eingezogen. Dann würde ich jetzt mal zu dem nächsten Produkt übergehen, was meiner Haut so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit geben wird. Und da habe ich was von Dalton. Dalton ist marine Kosmetik, deswegen passt das sehr, sehr gut. Und die haben nicht nur in Anführungsstrichen die Pflegelinien, sondern auch das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt in ihrem Sortiment. Da habe ich hier Face Care Perfect Complexion BB Anti-Aging Cream und ich habe die Farbe Ivory 01. Man sieht es wahrscheinlich das ein oder andere Mal, wenn man bei Melo Flori mal vorbeischaut. Bei der lieben Melli. Ich habe es auch etwas in Anwendung, ne? Die schwört da auch total drauf. Also das ist eine BB-Cream, die gebe ich mir gerne mit einem Pinsel auf mein Gesicht auf. Und das ja, ebnet den Hautton halt so ein bisschen an. Und ganz nebenbei hat das auch noch pflegende Eigenschaften, was ich eigentlich ganz cool finde. Meine ja, Wünsche für deinen Look sind auf jeden Fall, dass du Produkte benutzt, die wirklich auch krass vom Meer inspiriert sind. Eben auch von der Textur sozusagen. Also benutze sehr gerne Liquid-Produkte. Das fände ich richtig cool. Ich habe da ja auch so durch meine Sammlung durchgeschaut. Ja, und ansonsten, ne? Zeig mir deine schönsten Unter-dem-Meer-Produkte und verzaubere uns mit einem wundervollen, meeresinspirierten Look. Dann möchte ich jetzt wieder zur Drogerie zurückhüpfen. Da habe ich jetzt hier was von Essence Camouflage Plus. Das ist der Healthy Glow Concealer in Waterproof. Ne? Also einen Concealer zu finden, der in das Thema passt, ist schwierig. In der Farbe 10 Light Beige, Light Ivory. Ich habe euch auch alle Produkte, die ich so finden konnte, müsste eigentlich alles sein. Ja, wobei das ein oder andere LE-Produkt ist doch tatsächlich hier mit dabei. Da muss ich gucken, ob ich das online noch finde. Packe ich euch mal in die Infobox. Genau, und den Concealer gebe ich mir wirklich nur punktuell auf. Ihr seht nämlich, dass der Concealer in Relation jetzt tatsächlich zu der Foundation auch recht dunkel ist, ne? Sehr gelb. Und hier unten habe ich auch so ein paar, ja, Mr. Fried-Geschichten. Die Hormone kicken mal wieder. Ein meeresblaues Schwämmchen wird das Ganze jetzt schön einarbeiten. Mensch, ich sehe echt gesund in meinem Gesicht aus. Das kannst du nicht anders sagen, ne? Jetzt brauche ich noch eine Lidschattenbase. Da habe ich hier die Waterproof Eyeshadow Primer Mattifying Geschichte von Catrice. 18 Stunden soll das Ding halten. Und das kommt auf meine Augenlider drauf, damit wir gleich den Lidschattenlook perfekt haben können. Denn da hat Sarah Isabel mir eine schöne Aufgabe gestellt und ich habe mir eine mega geile Lidschattenpalette dafür ausgesucht. Ja, der Lidschattenprimer ist relativ flüssig, ne? Also wenn man jetzt irgendwie, so wie ich, zu trockenen Augenpartien neigt, ist der nicht immer geeignet. Also jetzt gerade sind meine trockenen Stellen an den Augen weg, aber wenn ich jetzt noch dieses mega trockene Gedünsten gehabt hätte,
hätte ich also den nicht nehmen können. Ich würde sagen, dass der eher geeignet ist für zum Beispiel ölige Augenlider. Da werde ich auch öfters nachgefragt, wenn jemand so ölige, ne, Augenlider hat mit Schlupflid und so, das, ne, Mürben, was es so gibt, was man nehmen könnte, damit der Lidschatten halt nicht so zerfließt. Ne? Also da kann ich euch wirklich das hier von Catrice empfehlen, das kommt da ganz gut. Ja, Sarah Isabel hatte mich darum gebeten, einiges an Liquid-Produkten zu verwenden und das habe ich getan. Da habe ich hier einmal von Catrice mit Jenny in Kooperation den Liquid Blush, das ist dieser hier. Und ja, ne, der kommt jetzt als cremiges Gedönsen auf meine Wangen drauf. Achso, nee. Erstmal auf meiner Hand. Da muss man ja dann in den Pinsel einarbeiten. Wobei, also ich brauche relativ viel Produkt, damit ich was sehen kann. Ich habe mir jetzt so ein kleines Prompelvieh hier hingegeben und das wird auch tatsächlich für eine Wange verwendet, weil das gar nicht so super dunkel ist oder so super sichtbar wird. Das seht ihr gleich hier auch. Ah, und der verträgt sich, also dieser Liquid Blush verträgt sich auch leider nicht unbedingt mit meiner BB Cream, denn das trägt sich so ein bisschen ab. Das sehe ich hier gerade auch, ne? Das ist echt schade. Wenn ich das auf regulärer Foundation auftrage, ist es kein Problem. Wahrscheinlich ist es einfach von der Textur her nicht so gut gemacht für eine BB-Cream. Aber ich wollte eher was Leichtes heute haben. Deswegen, naja, aber, ne, ist wie das. Und mein Bauch knurrt. Oh, Hunger. Mit einem Schnitzel kann ich jetzt gerade leider nicht dienen. Deswegen gibt es jetzt erstmal einen Iso-Drink, ne. Hat mein Freund mir gemacht, weil er mir das eben weggetrunken hat. Der Fiesmöb. Ich habe jetzt hier, ist in dem Sinne ja kein Liquid, aber ein Cremeprodukt und da passt halt einfach die Farbbezeichnung. One to Free ist ja die neue Marke bei Douglas, da habe ich euch auf ein Video zugedreht und das ist der Creamy Highlighting Balm in der Farbe 01 Pearl. Und ja, Perlen findet man im Wasser, beziehungsweise Perlen findet man in Muscheln und Muscheln findet man im Wasser. Und das erinnert mich auch sehr an dieses von Alverde. Erinnert ihr euch da noch dran? Das gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr im Sortiment. Habe ich auch letztes Jahr einmal, glaube ich, sogar leer gemacht. Ja, ne? Das ist letztes Jahr war, glaube ich, schon. Und ich finde, der ist von der Textur, von der Konsistenz, der ist 1:1 so wie der von Alverde. Das ist der Hammer. Und den mochte ich halt, wie gesagt, sehr gerne, sonst hätte ich den ja auch nicht aufgebraucht. Ne? Arbeite ich dann mit dem Schwämmchen so ein. Dann hat man nämlich hier so diesen Glow from Below, genauso wie diese Röte von der Pöte. Na, da muss ich mir noch irgendwie einen coolen Reim überlegen. Zack, die Wabdi. Ja, dann wurde sich noch etwas ganz Spezielles gewünscht und zwar ein Lip Tint. Damit kann ich dienen. Ich weiß noch nicht genau, was sie mit ihrer Applikationsform gemeint hat. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich habe hier von Clarins das Eau à Lèvres Water Lip Stain. Schaut so aus und hatte ich mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Flüssige Pflegeprodukte wie zum Beispiel ein Lip Tint finde ich passen auch sehr gut zu diesem meeresinspirierten Video. Und ich hätte gerne eine Lip-Tint-Pflege an dir gesehen und das Ganze nicht aufgetragen, sondern aufgetupft. So? Weiß nicht. Also meine Lippen haben das jetzt quasi vertupft. Ich habe es versucht, Sarah Isabel. Ist das so nach ihrem Gusto, Madame? ja, also ich mag das ganz gerne. Ich finde sowas auch ganz praktisch, wenn man sich halt nachher theoretisch richtig rote Lippen machen würde, dass man hier schon mal so eine Base drunter hat. Das heißt, wenn sich der Lippenstift dann über die Zeit abtragen würde, dann sieht man das gar nicht so extrem. Das nur so als Info. Und wenn man halt auch roten Lippenstift aufträgt, dann hat man oft das Problem, dass hier drinnen das Ganze ja auch gerne dann nicht rot ist. Und da kann man halt auch mit so einem Lip-Tint gut nachhelfen. Also das Ganze auch ein bisschen intensiver aufbauen. Das habe ich jetzt ja auch sehr, sehr dezent gemacht, weil gewünscht ist gewünscht. Und ja, ne, gefällt mir aber soweit. Dann möchte ich jetzt ganz gerne das Ganze setten. Und dafür verwende ich gerne ja ein Spray. Da habe ich hier auch von Dalton Marine Kosmetik Face Care Freshen Up Hydrating Face Mist. Ganz, ganz tolles Produkt. Und wenn ihr das Schwämmchen jetzt nehmt, nicht so batschen, doll, ne, sondern nur ganz, ganz leicht. Also ihr bewegt euer Gesicht quasi nicht damit. Ihr wollt ja nur, dass die Sachen sich miteinander verbinden. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Ein Puder habe ich mir rausgesucht und zwar von By Terry habe ich hier dieses Hyaluronic Tinted Hydra Powder. Das ist dieses hier, also ne, es soll ja dieses Nass-Effekt-Gedönsen haben und ich fand, das passt einfach ganz gut. Habe ich in der Farbe 1 Rosy Light. Ja, ne, es hat halt so einen Rosy Touch. Das gebe ich mir super gerne. Huch, boah, ich muss unbedingt mal dran denken, dass ich hier oben so ein Puffelding oder so drauf mache, weil hier oben kommt das ganze Puder immer raus. Gebe ich mir, wie gesagt, sehr gerne mit einem Schwämmchen auf und zwar unter den Augen, um den Concealer zu setten. Auch gerne schon mal auf den Augen, um die Lidschatten-Base zu setten. Was weg ist, ist weg, ne?
Für mein komplettes Gesicht verwende ich immer gerne ein gepresstes Puder. Und hier habe ich auch ein spektakuläres Teil von Hypoallergenic Bell Longwear Hydrating Powder mit Hyaluronsäure, Vegan, Clean Beauty und so weiter. Das ist dieses Produkt in der Farbe Nummer 01 Nude. Das sieht doch soweit so gut aus. Also wenn ich mich jetzt auch so im Spiegel angucke, würde ich sagen, okay, ich habe vielleicht einen getönten Lippenbalsam drauf, aber ansonsten trage ich nichts auf meinem Gesicht. Tue ich wohl, ne? Ihr habt es ja gesehen. Und ja, so ist mein Gesicht jetzt einmal schon mal vorbereitet und jetzt können wir wieder zusehen, dass wir die Leinwand wieder in Form bringen. Dann nehme ich mir einen Bronzer, habe ich hier von Becca, Sunrise Waves Gradient Sunlit Bronzer. Den habe ich mal ganz günstig bei Douglas im Sale geschossen und ja, ne, der hat Schimmer mit drin. Das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil wir gehen ja auch Richtung Sommer, Richtung Frühling. Da kann man auch gerne mal so Bronzer mit Schimmer verwenden. Und ja, ich beschränke mich aber hauptsächlich auf die Mitte, weil außen haben wir tatsächlich so richtig Highlight. Ne? Das will ich jetzt eigentlich nicht damit auftragen. Da habe ich gleich was anderes Schönes für. Und ja, nehme ich mir mit diesem Pinsel auf. Ist übrigens eigentlich so ein Benefit Hoola Bronzer Pinsel. So, sehe ich jetzt aus wie ein Bronzy Beach Babe. Geht so, ne? Okay, egal. Aber jetzt habe ich hier einen Blush, der passender nicht sein könnte, wenn man so die Aufgabe mal bedenkt, die die liebe Sarah Isabel mir gestellt hat. Für das Thema Blush möchte ich gerne, dass du mir deinen schönsten Koralle-Look zauberst. Denn Korallen gehören einfach zum Meer dazu. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann deine Wangen frisch leuchten lässt, dir einen wunderschönen, frischen Meereslook zaubert oder einen schönen Frühlingslook. Passt ja eigentlich beides. Das war jetzt ein bisschen heftig, aber ich habe jetzt hier tatsächlich einen korallfarbenen Blush genommen und ich wollte, dass ihr den auch richtig krass in der Kamera seht. Jetzt habe ich echt übertrieben. Das ist von Chantecaille. Das ist super teuer. Hat mich die liebe Unbox Butterfly Nicole mal mit angefixt. Der Cheek Shade in der Farbe Lauter Coral und man schützt damit die Korallen. Also das ist halt, dass Chantecaille dann immer einen Teil des Erlöses auch an diese jeweiligen Projekte weitergibt und deswegen passte das wie Faust auf Auge. Ja, und mit diesem Blush habe ich dann nicht nur geschafft, einen Korallenflush ins Gesicht zu bekommen, sondern auch ein leicht Sonnenbrand geprägtes Gesicht zu erzeugen. Ich möchte jetzt weitergehen zu dem Highlighter. Und da hat sich Sarah Isabel direkt in ein Produkt verliebt, als sie in meine Sammlung reingestöbert hat. Bei deiner Highlighterwahl möchte ich unbedingt den Highlighter mit den Fischen drin sehen. Der ist einfach so schön und passt natürlich auch perfekt, denn Fische ist ja mein Sternzeichen und deswegen machen wir das ja auch in meinem Geburtstagsmonat hier. Und dann würde ich den sehr gerne sehen. Und zwar, dass du den überall in deinem Gesicht aufträgst. Überall. Ich möchte ihn überall sehen. Auf deinen Wangenknochen, auf deinem Kinn, über deiner Augenbraue, auf deiner Nase. Dass du mir strahlst wie eine kleine Perle. Das ist auch ein wirklich wunderschöner Highlighter. Und den gab es mal irgendwie in einer Limited Edition und dann musste ich mir den selbstverständlich holen, weil ich den auch so schön fand. Und sie möchte ihn halt überall sehen, deswegen gebe ich den jetzt auch wirklich gefühlt überall hin. Das Gute hier dran ist, der ist schon, der hat eine schöne Strahlkraft, aber der ist nicht zu bam in your face. Ne? Das macht einen wirklich schönen, schönen Glow. Jetzt mache ich mir auch mal wieder so einen schönen Milchbart, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja. Ne? Finde ich sehr, sehr schön, diesen Highlighter. Der ist total klasse. Double Gleam Extra Dimension Skin Finish und haben die, also ganz tolles Produkt. Haben die ganz tolles Produkt gemacht, Gedönsen. Und jetzt kommen wir zum Augenbrauenprodukt. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, denn ich habe kein Augenbrauenprodukt, wo irgendwas mit Wasser oder hast du nicht gesehen draufsteht. Aber ich habe eins, was in einem schönen Türkisblau ist. Und zwar von Altera den Augenbrauenstift in der Farbe 01 Light Brown. Und der ist einfach ein klassischer Stift zum Anspitzen. Und den werde ich jetzt verwenden. Ich mag diesen Augenbrauenstift, denn der ist halt richtig aschig. Ne? Der ist fast schon zu aschig für mich. Und ich suche immer nach sehr aschigen Augenbrauenstiften. Und der ist auch recht cremig, aber nicht zu cremig. Lässt sich schön einarbeiten. Ich mag den gerne leiden. Und um das Ganze zu fixieren, habe ich hier so einen Klassiker. Es ist blau. Ne? Essence Lash and Brow Gel Mascara Style and Comb. Also da könnte man zum einen sagen, ne? es ist blau. Es ist ein flüssiges Produkt. Noch sieht es nicht allzu schmutzig aus, also irgendwie so wasserklar, ne? Diese gelige Konsistenz könnte an Quallen erinnern, die aus dem Meer kommen. Man kann es auch übertreiben, es ist einfach ein Produkt, was ich jetzt verwenden werde.
Ich muss euch wirklich gestehen, dass ich das Herzstück für dieses Video schon vor ein paar Monaten extra bei Beauty Bay bestellt habe. Denn als Sarah Isabel mir so ein bisschen verraten hat, was sie sich gerne für ihren Geburtstagsmonat wünscht, kam diese Palette auf den Markt von Soda. Die Under the Sea Palette, The Little Mermaid. Also ich meine, die schreit ja schon mal nach unserem aktuellen Thema, würde ich sagen. Ne? Und ja, dann auch noch diese Farben. Die sind einfach perfekt, die sind wunderschön. Und Sarah Isabel hat sich von mir gewünscht, dass ich auf jeden Fall den Ton Treasure verwende. Das ist hier so ein, kann ich euch mal swatchen. Das ist super weich, Leute. Ne? Also da muss ich gleich wirklich aufpassen, wie ich den Look schminke. Ist so ein lila Duochrome. Dann Sea Breeze, das ist ein dunkelgrün Schimmer mit Gold drin. Und King Triton, das ist ein gepresstes, loses Glitzer. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber es sieht schon hammermäßig aus, oder? Kann man nicht anders sagen. Es sind schon krasse, krasse Töne. Und ja, die und noch weitere Töne werde ich dann gleich verwenden, um mit euch einen Look zu zaubern. Ja, dieses gepresste Glittergedönsen hat auch verschiedene Farben drin. Oh Gott, wie kriege ich das denn? Muss ich echt mal gucken, wie ich das gleich auf mein Auge drauf kriege, weil ich habe noch super viel am Finger und wenig auf der Haut, ne? Da müssen wir gleich mal schauen. Aber die Schimmertöne, die beiden, die sehen ja hammergeil aus. Ich würde dann ganz einfach mal mit so einem Blendepinsel starten und so einem dunklen Türkiston, wo Fabius drauf abgebildet ist. Underwater Palace, ein Unterwasserpalast. Den gebe ich mir jetzt einfach mal auf mein bewegliches Lid ganz easy peasy als Basis drauf. Die Lidschattenpalette ist einfach ein Traum und was soll ich sagen, da kann man sich ja wirklich kaum entscheiden, welche Farben man da nehmen soll. Aber ich möchte gerne die beiden unteren, ganz rechts, und natürlich die dritte Farbe, dieses Flieder-Hellblau, möchte ich auf jeden Fall sehen. Für den Rest freie Wahl, aber die drei Farben möchte ich in deinem Look sehen. Ich gebe mir jetzt auch mal ein bisschen was von dem Mermaid Tail, also von diesem schönen Grün, was tatsächlich aussieht wie der Fischschwanz von Ariel. Mega geil, also krass pigmentiert, das ist der Wahnsinn. Hier dann nach außen hin. So, jetzt kommen wir zu den Wünsch dir was Farben. Da nehme ich mir zuallererst diesen Ton Treasure auf. Das ist so ein schöner, cremiger Ton. Ich hoffe, dass ich den mit dem Pinsel aufgetragen bekomme. Und da habe ich das Pressing auch schon direkt zerstört, weil er so weich ist. Und den gebe ich mir in mein inneres Drittel. Ich muss gestehen, dass ich lieber Fallout in Kauf nehme, aber dafür etwas leichter gepresste Texturen habe, die ich mit dem Pinsel auftragen kann, als dass ich halt die Farben dann nur mit dem Finger auftragen kann und dafür dann kein Fallout habe. Das ist einfach so eine Präferenzgeschichte von mir. Das ist ein ganz krasser Duochrome. Also ich habe, ja moin, lila, ich habe Gold, Gelb, also das sieht richtig fantastisch auf meinen Augen aus, finde ich. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Dann schauen wir mal, was Sea Breeze zu bieten hat. Genau, das ist dieser dunkelgrüne Schimmerton hier. Da haben wir ein Seepferdchen drin. Den gebe ich mir dann hier außen hin. Der ist jetzt gar nicht so super intensiv sichtbar, ne? Verschwindet auch eher so in dem Grün. Ist aber nicht schlimm. Jetzt möchte ich ganz gerne in meinen Innenwinkel den Ton Pearl geben. Da haben wir hier auch einen Seestern eingeprägt. Und das ist wirklich auch so ein Gelb-Gold-Champagner. Das dürfte jetzt sehr schön harmonieren. Der kommt auch direkt hier unter die Augenbraue. Und einfach um einen kleinen, aber sehr feinen Kontrast zu schaffen, möchte ich mir an den unteren Wimpernkranz diesen Ton Atina geben. Das ist einfach ein Orangeton, der sehr, sehr leuchtend ist. Und ich glaube, Atina dürfte eine von den Schwestern sein von Ariel. Und das setze ich mir hier unten einfach drunter. Sehr farbintensiv, sehr geil. Mag ich einfach gerne leiden, sowas, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich mir mit dem losen Glitter jetzt meinen Look so ein bisschen kaputt mache. Aber ich versuche es einfach mal. Das heißt, King Triton versuche ich jetzt erstmal mit dem Finger aufzunehmen. Schau mal, ob ich den einfach hier so drüber toppen kann. Ich hoffe es einfach mal. Und gebe mir das auch noch aufs andere Auge.
Wahrscheinlich wird sich da echt ein Glitterglue anbieten, aber ja, soweit so gut. Ne? Das wäre jetzt tatsächlich mein Augen-Make-up mit der Under the Sea Palette. Ich finde es mega, ich liebe sowas, ne? Das ist total mein Ding. Jetzt kommen wir aber zu den Eyelinern und da hat Sarah Isabel sich was ganz Spezielles ausgedacht. Denn ich habe zwei ausgesucht, die ich gerne verwenden möchte. Das ist einmal hier von Wet n Wild. Ich hätte ein Fullface Wet n Wild eigentlich schminken können, ne? Den Proline Graphic Marker Eyeliner in der Farbe E878 Airline Blue. Und das ist einer, der halt vorne eher so eine Edding-Spitze hat. Oder Textmarkerspitze. Und dann habe ich noch ausgesucht von Essence den Eyeliner Pen in Waterproof. Jo, den Klassiker halt, ne? Den kennen wir ja. Und ja, da hat sie sich eine Konstellation ausgedacht. Die versuche ich jetzt einfach mal mit euch zusammen zu schminken. Ich weiß, Eyeliner kann manchmal nicht so ganz dein Freund sein. Und deswegen wünsche ich mir natürlich was Kompliziertes. Ups. Ich möchte gerne, dass du deinen blauen meeresinspirierten Eyeliner nimmst und den halt vorne entlang ziehst und die Spitze mit einem schwarzen machst, den Wing, damit es so aussieht wie so das blaue Meereswasser, was halt immer weiter in die Tiefe geht und irgendwann nur noch Dunkelheit hat. Das finde ich cool. Also dieser Glitzer rieselt hier echt permanent runter, aber gut, sei es drum. Den blauen Teil habe ich jetzt schon mal erfüllt und jetzt gehe ich weiter mit dem schwarzen Teil. So, synchroner kriege ich das Ganze jetzt gerade irgendwie nicht hin, weil irgendwie diese Filz-Eyeliner, die sind irgendwie immer schwieriger für mich geworden, weil ich doch etwas verwöhnt bin von diesen Pinsel-Eyelinern quasi. Also diesen, auch in sowas drin, aber halt mit Pinselspitze, ne? Von XX Revolution habe ich hier noch so ein Schätzelein, das Hydra Fix. Also, ne? Weißt du Bescheid? Ja, man spielt hier so ein bisschen auch mit den Namen rum und es ist natürlich auch Türkis. Mit Kaktus, Aloe Water und Watermelon, ne? Also ein Fixing Spray ist da halt dann auch nochmal und das gebe ich mir jetzt einfach mal drüber, um mein ganzes Kunstwerk hier zu fixieren. Ach, so ein sanfter Sprühnebel, Leute, ich sag's euch, das ist schon sehr geil und es riecht halt auch richtig geil nach Wassermelone, stehe ich total drauf. Und dann gehe ich noch einmal mit dem Schwämmchen drüber, um alles flawless zu machen. Zackedi, Backedi, Bum Bum. Jetzt kommt Mascara dran und da wollte sie unbedingt, dass ich die hier ausprobiere. Für die Mascara zeig mir sehr gerne die Mascara, die du hast mit den Wassertropfen drauf. Ich finde, das ist einfach ein großartiger Abschluss und wäre auf jeden Fall auch einer meiner Sonderwünsche. Ja, es ist tatsächlich ein Oschi von einem Bürstchen bei dieser L'Oreal Volume Bla Mascara, Volume Million Lashes, genau. Und jetzt tragen wir das Schätzelein mal auf und gucken, wie das so auf den Wimpern wirkt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also das ist wirklich eine Mascara, also keine Sorge, den Mascara-Patzer mache ich gleich hier mit dem Bürstchen weg, der muss nur erst antrocknen. Die zaubert wirklich Volumen rein. Und selbst in drei Schichten trennt sie die Wimpern sogar sehr. Also ich habe jetzt kein großes Verklumpen oder so, ne? Ne? Ich mag das. Sieht echt gut aus. Und ja, eine schöne Mascara, kann ich sehr empfehlen. Ja, passt auch schön zum Look und so. Jetzt gucke ich noch einmal kurz drüber, ob ich noch irgendwo was habe, was ich wegwischen will. Na, es ist hier runtergekrümelt. Also wirklich ein bisschen antrocknen lassen und dann mit einem Spoolie, ne? Kriegst du sowohl Mascara-Krümel gut weg. Oder Mascara-Patzer, als auch Glitzer, Fallout und sowas. Da ist ein Spoolie immer Gold wert. Und ja, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt kommen noch die Lippen dran. Für dein Lippenprodukt, beziehungsweise den Lippenstift, wünsche ich mir dasjenige, welches vom Packaging her am meisten nach Meer und Strand aussieht. Ja, irgendwie hatte ich bei diesem Lippenstift auch ein Stückchen verdrängt, dass der doch etwas dunkler ist, als ich den in Erinnerung hatte. Ist von Sephora einer in der Farbe Spring Break, glaube ich, ne? Lip Stories Spring Break. Und guckt euch mal an, da ist sowas von das Meer drauf abgebildet. Also da kannst du ja nichts zu sagen, ne? Definitiv. Ja, Strand und Meer. So muss das sein. Und das ist mein fertiger Look. Ich hoffe, dass er euch gefällt, dass er der lieben Sarah Isabel gefällt. Und ja, ne?
mein fertiger Look. Sammy weiß auch schon Bescheid, ich gehe gleich hier wieder raus. Und ja, schaut auf jeden Fall bei der lieben Sarah Isabel einmal vorbei. Ich bin gespannt, was sie daraus macht, was ich ihr als Aufgaben genannt habe. Das war doch teilweise etwas tricky, aber sie ist ja die Queen of Lidschatten-Looks. Von daher glaube ich, dass sie es auf jeden Fall hinbekommt. Und das war's jetzt hier von mir. Ende April gibt es unseren nächsten Teil für ungeschönt, Hashtag ungeschönt. Und da bin ich auch gespannt, was wir da uns überlegen werden. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben den Kanal von der lieben Sarah Isabel, hier unten die Playlist mit den ganzen ungeschönt Videos, hier auf dieser Seite meinen neuesten Upload und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!